Hi Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Shortcut-Video von uns. Mein Name ist Daniel und in der heutigen Folge zeige ich euch, wie ihr euch zu Hause einen ganz schnellen, leckeren Frühstücks-Smoothie zubereiten könnt. Und wie immer starten wir zuallererst mit den Zutaten. Und zwar habe ich da heute vorbereitet 250 ml Milch, in meinem Fall ist es eine Mandelmilch. Dann haben wir dazu, wir machen das gleich alles mit zusammen, 30 Gramm von den... Ich höre gerade aus der Regie Haferflocken. Wir haben hier 30 Gramm Haferflocken. Die machen wir jetzt gleich mit rein. Wir lassen das auch eiskalt so drin. Die kommen dann gleich mit dazu. Dann haben wir hier... ja, warum nicht? Kann doch auch mal ein bisschen lockerer sein. Wir haben 100 Gramm gemischte Beeren, das sind jetzt Waldbeeren, ihr könnt zu Hause ganz gerne auch Heidelbeeren nehmen oder einfach nur Erdbeeren, je nachdem, wonach euch ist. Das ist jetzt eine gemischte Variante, weil sie mir einfach am besten schmeckt. Die hauen wir auch gleich mit oben drauf. Zack. Dann gibt es dazu eine Banane, die wird einmal geschält und dann könnt ihr die schon mal in kleine Stücke zupfen. Die kommen dann einfach mit dazu, das pürieren wir gleich alles hoch. Zack. Und 1 bis 2 Teelöffel von unserem Ahornsirup. Je nachdem, wie süß ihr das haben wollt. Ich mache jetzt nur 1 Teelöffel mit dazu. Genau. Und dann mixen wir das einmal mit unserem Stabmixer hoch. Wenn ihr zu Hause eine Küchenmaschine habt oder so ein Mixgerät, wo ihr das gleich schon in so eine Box mit reinmachen könnt, dann nehmt ihr ruhig das. Wir haben jetzt halt hier den Standmixer, Handmixer vorbereitet, jetzt ist der Wolf drin, ne? Und deswegen nehmen wir jetzt einfach auch den. Ne? Jetzt wird es ein bisschen lauter. Einmal ausdrehen lassen. So. So, jetzt haben wir hier unseren fertig gemixten Smoothie. Den können wir jetzt einfach in so ein neckiges Glas machen. Ihr seht schon am Fließverhalten. Es ist schon etwas dickflüssiger. Wenn ihr es ein bisschen flüssiger haben wollt, dann nehmt ein bisschen weniger von den Haferflocken. Wenn ihr es ein bisschen dicker haben mögt, könnt ihr ganz gerne mehr Haferflocken dazu machen. Alternativ könnt ihr auch ein paar Eiswürfel vielleicht dazu machen, um es nochmal ein bisschen kälter auf Temperatur zu bringen. Aber für ein Frühstück ist das schon ideal. Wir geben jetzt einfach noch einen Strohhalm mit dazu. Und dann wünsche ich damit einen guten Start in den Tag, ne?